Hallo. Ja. Wir haben Semesterstart an der Fachhochschule St. Gallen gerade gehabt. Und ich bin ein bisschen beschäftigt. Nicht ganz so schlimm wie im letzten Semesterstart auf der einen Seite. Aber doch schon ein bisschen Vollzeit. So richtig. Ja, es ist also noch so, ich habe ja einen Wechsel gemacht ins Vollzeitmodell, bevor berufsbegleitend war. Habe aber eigentlich berufsbegleitend Schwierigkeiten gehabt, zu einer Stelle zu bekommen, wo mich da auch begleitet hätte. Ist nicht so. Nicht so funktioniert. Das ist Informatik und Teilzeit und Ma. Naja, kommt nicht gut. Oder auch relativ wenig. Item bin mit den Noten da bei der ganzen Sache ein bisschen nebendran und habe darum mich entschlossen, das Assessment zu wiederholen. In Vollzeit Wirtschaftsinformatik, im neuen Studiengang Wirtschaftsinformatik, was es seit diesem Jahr gibt. Ja, darum ist jetzt der Start Vollzeit. Das weiss natürlich, ich bin jeden Tag mal in der Schule oben, vor allem in der Startwoche. Da haben wir jetzt überall schon etwas gehabt und an jedem Tag. Und Resultat ist, es hat vielleicht darum auch ein bisschen weniger Video gegeben. Jetzt gar kein Video. Nach irgendeinem Game-Video auf etwas Gaming habe ich noch reingekäse, glaube ich. Weil ja, seriös arbeiten ist dann irgendwann auch nicht mehr so möglich. Und dann ist Gamen das Schleuste dabei rauskommt. Ja. Gut, so wird es weitergehen jetzt einmal 14 Wochen lang. Mal schauen, wie zu wie viel Video das ich komme. Das Ziel ist natürlich weiterhin Video zu machen. Auch wenn, wie ich schon ein paar Mal erwähnt, auf YouTube kein Rappen und 0 Franken und gar nichts reinkommt. Wenigstens haben sie jetzt aufgehört, einem anzuzeigen, ob das Video überhaupt monetarisierbar wäre. Wobei, das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn sie das noch würden machen, weil sollte ich dann irgendwann doch noch auf die 10'000 raufkommen, wird dann wahrscheinlich das Theater wieder anfangen. Dass ich meine Videos nicht monetarisieren kann wegen allem möglichen Zeug. Man weiß halt auch nicht. Aber das wird mich die nächsten 5 Jahre, glaube ich, nicht beschäftigen, von wegen 10'000 Views auf dem Kanal. Gut. Item. Ich wollte da weiter etwas machen. Es gibt da Schulstoff, wo man vielleicht mal ein bisschen könnte aufarbeiten für ein Video, wenn ich schon alles geübt habe. Vielleicht besser in den Fächern, wo ich auch schon durchgekommen bin letztes Jahr, also die, wo ich ungenügend war. Bin ich vielleicht nicht so Fachmann. Und Fachmann fürs Durchgehen könnt ihr andere suchen, das ist nicht mein Ziel. Ja, haben wir schon wieder etwas verzapft. Gut. Ah ja, heute habe ich jetzt mal ein bisschen Ausruhebetag gemacht, in dem Sinn, dass ich mit dem Kollegen wandern bin. Tut wieder mal alles weh. Alter Kaib, Knolle bei mir. Die alten Scheiche tun weh. Dabei sind wir gut 3 Stunden inklusive Mittagessenspause. 10 Kilometer um den Berg herum, Tanzapfenweg nennt sich das. Das ist hier vom Kloster Fischingen. Ein Rundweg. Und ja, typische Aussicht am höchsten Punkt vom Thurgau. Und sehr viele Pilze hat man übrigens gesehen. Also die, die gerade Pilze suchen, jetzt würde ich sagen, ist im Schweizer Mittelland relativ gut. Es hat ein bisschen geregnet. Und ist jetzt auch langsam ein bisschen schön gewesen.
Jetzt, wir haben einiges gesehen, also was ich kennt habe, Parasol, so eine große, so eine Korallengäli, das weiß nicht, ob es Krause Glucke war, schon da wäre sicherlich klein gewesen, aber jedenfalls nicht nur der Hörnling. Etwas Größeres, dann haben wir Schopfdindling gesehen, da hat es einen ganzen Korb voll gegeben. Was ist noch gewesen? Ganz viel Bowischt. Und andere Sachen, wo ich jetzt nicht so sicher bin, das eine hätte können rauchblättriger Schwefelkopf oder so sein, das wäre auch noch schon ganz gut gewesen. Ja, so ein bisschen solche Sachen. Und Sachen, die ich nicht näher untersucht habe, denn, weil wir sind teilweise im Schutzgebiet unterwegs waren. Es hat da ein Schutzgebiet Höllwald. Und im Schutzgebiet darf man keine Pilze sammeln. Und auch, wir sind eigentlich mehr zum Wandern dort gewesen. Ja, aber eben ja, Bildsucher könnten also die im Moment durchaus mal wieder eine Runde drüllen. Könnte ein bisschen etwas hergeben. Und ja, wenn das Wetter so ist, kann man auch wieder schön wandern. Es ist nicht zu heiß. Die Jacke haben wir aber also nicht gebraucht. Der Pullover hat nicht gelangt. Wenn natürlich das Wetter schön ist, so strahlende Sonne wie heute, dann wird es schon nicht so kalt. Und da hinter der anderen Höhenmeter haben wir da auch noch gehabt. Ja, das ist so mal so ein bisschen Vlog. Was habe ich so gemacht heute? Dann habe ich noch ein bisschen Programmierung, noch ein bisschen Deutsch, noch ein bisschen Betriebswirtschaft, nicht ganz so viel. Müsste ja, ein bisschen machen. So ein bisschen die üblichen Schulfächer noch, ein bisschen, mindestens ein bisschen etwas gemacht in der Geschichte, für Geschichte mal noch ein bisschen etwas angeschaut. Ja. Wie es halt so geht. Das ist ein bisschen. Das ist eben, was halt Semester heisst an einer Fachhochschule. Das heisst, man hat doch auch jeden Tag ein bisschen die Arbeit im Hinterkopf. Man schaut doch jeden Tag am besten mal ein bisschen den Text an. Gruppenarbeit haben wir auch, da muss ich jetzt koordinativ etwas machen. Da habe ich mir jetzt heute auch quasi ein bisschen freigenommen, wenn ihr so wollt. Ich habe nicht gewusst, wie lange dass wir am Wandern sind. Und jetzt bin ich halt wieder retour so. Da muss ich morgen noch ein bisschen dran. Sonntag will nichts heissen. Ach ja, apropos Sonntag, die Abstimmungszettel habe ich auch ausgefüllt. Abstimmungen. In Thurgau hat es keine Kantonale gegeben, das sind die Schweizer. Die Schweizer kennen es. Ernährungssicherheit. Die Initiative, ja. Oder beziehungsweise der direkte Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative für Ernährungssicherheit. Da ist ja wahrscheinlich der Titel länger als der Artikel im Gesetz. Und dann geht es natürlich um die AHV-Revision, wo zwei sind, weil es geht um die Reform und es geht um die Finanzierung von der Reform über Mehrwertsteuer. Sehr technische Angelegenheit. Ich bin jetzt mal zu einem Schluss gekommen, habe das aufgeschrieben. Tja. Abstimmungsvideos gibt es auch offiziell. Ja, das ist übrigens für die, was interessiert. Vor allem auch vielleicht ein bisschen spät, aber. Da unten sieht man es. www.admin.ch/videos. Ich erkläre das Ganze nachher per Video. Staatsgegner werden dort sagen, natürlich vom Staat gefärbt. Stimmt vielleicht auch. Aber das sind auch Menschen. Und darüber, wie man den Staat definiert, habe ich notabene gerade auf Facebook fleissig gestritten. Mindestens in der Schweiz hat doch jeder stimmberechtigte Bürger seinen Anteil am Staat. Und wenn er dann der Ansicht ist, der Staat der Böse, dann muss man halt schon auch noch die Frage stellen, warum bist du nicht gegangen? Und ich stehe morgen auf, werde mich vor dem Mittag aus dem Bett schmeißen. Hey, das ist im Fall. Weißt du wie? Und den Zettel bei der Gemeinde vorne vorbeibringen.
Die meisten werden es schon brieflich gemacht haben und so. Aber, um das auch nochmal erwähnen, man hat also bis morgen, ich glaube, das ist je nach Gemeinde ein bisschen unterschiedlich, 10, halb 11, dort um eine Zeit. Heute um 7 könnte jetzt auch noch gehen, das ist ja noch nicht 7. Und der Zettel, der wird noch bei der Gemeinde landen, meine. Definitiv, das bringe ich noch an. Auch wenn ich jetzt nicht annehme, dass heute noch viele schauen, die noch nicht abgestimmt haben und jetzt wegen mir noch gehen. Aber falls es doch noch einen machen würde, so ja gut. Weil die ganzen Abstimmungen, die beruhen immer darauf, dass die Leute auch gehen. Weil je mehr Leute gehen, desto sinnvoller ist das Resultat meistens. Insgesamt. Und desto mehr Leute stehen auch dahinter. Wobei, und auch nochmal zurückkommen, wer natürlich nicht ist, gegen abstimmen, der muss sowieso hinter dem Resultat stehen. Wenn es noch so scheiße ist am Schluss. Wie man es gesagt hat. Gut, ich mache jetzt keine politische Sendung mehr heute. Aber wünsche einfach noch einen schönen Abend. Und gange schwer davon aus, dass ich morgen auf die 8 wieder den Kabis Gaming Livestream anwerfe. Es wird sich schon noch irgendein Spiel in meiner Mottenkiste finden, wo man dann mal eine Runde durchzocken könnte. In dem Fall bis dann. Und allen ein schönes Wochenende. Tschüss.